Better be there. Ich habe die letzten Tage auch ein bisschen was organisiert. Autogrammstunde 18 Uhr. Wir gehen jetzt wieder rein. Ich muss mir fertig machen für die Autogrammstunde. Entschuldigung. Ich glaube, da drüben wollen auch noch welche von den Autogramme. Danke. Wir warten jetzt, bis Team wieder rauskommt. Wir sind im Spielertunnel. Warten jetzt noch, weil gleich Autogrammstunde startet. Ich habe letzte Woche ein bisschen was vorbereitet. 12 könnte man nehmen. Sollen wir 12 nehmen? Hey, wieso schneidest du hier hinten im Kabuff eigentlich? Dass niemand mitkriegt. Chris darf es nicht mitkriegen. Ja, ich versuche es einfach wie beim Einlauf. Wenn die rauslaufen, dann laufe ich einfach mit und versuche mich an Tischchen zu setzen, ein paar Autogramme zu schreiben und schaue, ob es jemand auffällt, ob ich wirklich ein Spieler bin oder nicht. Ich mische euch mit rein. Wer sind die Mannschaft? Ich muss ein bisschen beeilen. Tja, da kommt, dann kriegen wir noch einen Anschluss. Ja. Alles easy. Den Check-In-Tag zu den Flug und Sachen. Ach super. Das ist schlecht. Ich muss meine Informationen auch noch kriegen. Will ich nachher auch eine von mir haben? Hey, was sind deine Autogrammkarten? Meine sind da drin. Krieg ich eins von dir? Ja, natürlich. Offensiv, defensiv, außen, nicht, alles. Nicht, dass wir auf der gleichen Position spielen. Ich hab keinen Stift. Soll ich dir jetzt unterschreiben? Viel zu schön. Ich muss tatsächlich als Skifahrer auch ab und zu Autogramme schreiben. Glaubt man gar nicht, aber passiert. Das wäre jetzt so scheiße, wenn niemand von mir ein Autogramm will. Da fragen die Ersten schon nach, wer ich bin. Weit schon auch nicht mehr durch. So, finden wir hier noch eine Ecke? Ja. Super, danke. Bitte. Schaust du mal bitte in die Kamera. Danke. So, bitte. Dann wünsche ich euch alles Gute. Danke. Tschüss dann. Bitte. Sind sie gleich aus. Und den Start will gleich noch größer machen, oder? Ha? Ist noch schlimmer aufgehört. Ja. Immer noch fährst du und dann fahren. Klar, war nicht die vorletzte. War vorletzte. Ja. Zwei Reihenfolge. Willst du eine Karte auch noch? Ja. Können wir noch schnell ein Foto machen? Klar. Kannst du dir noch Foto schreiben? Klar. Ich habe leider keine mehr. Mir auch, es hat Spaß gemacht. Schade, dass du uns jetzt verlässt. Ja, ich wünsche euch allen eine gute Saison. Viel Erfolg. Okay. Vielleicht sehen wir uns irgendwann. Ja, hoffentlich auf der Bank. Ciao. So, ich habe jetzt ungefähr 500 Autogrammkarten geschrieben. Mein Arm tut sowas von dermaßen weh. Und es hat tatsächlich von 500 Leuten ein einziges Mädel gecheckt, dass ich nicht wirklich dazugehöre. Aber sie wollte, dass ich eine Autogrammkarte. Der Andrang von den Fans zu den Nürnberg-Spielern finde ich extrem. Und das ist natürlich, was so einen Sport groß macht. Die Verbundenheit von den Fans zu den Spielern. Was ich nicht gewusst habe, die anderen Jungs haben Autogrammkarten vorgeschrieben. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich würde sagen, ich habe einen richtig geilen Tag erlebt, war beim Training dabei, war beim Spiel dabei, Autogrammstunde dabei. Ich muss tausend Dank zum Chris an die Nürnberger Versicherung sagen, die mir das ermöglicht haben, dabei zu sein. Ich würde sagen, ihr checkt den Spot aus, warum ich das alles hier machen habe dürfen, den wir hier gedreht haben. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Ciao.
Servus Lukas, da ist er ja, ein neuer Junge. Servus, hi. Einfach ein paar Mal und dann versucht man jedes Mal ein bisschen schneller zu machen. Oh Gott, boah, ist richtig schwer. Eigentlich nicht so schwer. Zeige dir mal, wie man Fußball spielt.